Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Tag für euch, aber bevor es losgeht, wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ihr wisst ja, ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, ich habe den Monat für Monat BookTag für den Monat Juni 2021 für euch. Die Elena hat sich ja mal wieder tolle Fragen ausgedacht und ich finde diesen Tag richtig klasse, weil für mich war das schon eine kleine Herausforderung, da passende Bücher zu finden. So, Frage Nummer 1. Den Namen des Monats hat der Juni von der römischen Göttin Juno, der Gattin des Göttervaters Jupiter. Sie ist die Göttin der Ehe und Schutzgöttin der Frauen. Zeige ein Buch, in dem es Götter oder Göttergestalten gibt. Also so ein richtiges Buch über Götter habe ich gar nicht mehr. Ich habe früher mal Percy Jackson gehabt, Diebe im Olymp, kennt ja so ziemlich jeder, aber das habe ich nicht mehr. Und dann fiel mir ein, ich habe früher sehr viele Bücher von Barbara Wood gelesen und die sind immer teilweise so ein bisschen mysteriös angehaucht und ich habe da eins gefunden, das heißt Der Gesang der Erde. Da geht es um Schamanen. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Hoshi Tiwaya, die gehört zum Clan der Schildkröte. Ihr Stamm lebt seit Generationen friedlich in den roten Felsen Canyons. Aber dann wird die junge Frau von den Kriegern des großen Herrschers entführt. Im Palast des Fürsten Yakal erfährt sie ihre Aufgabe. Sie soll die magischen Tonkrüge fertigen, die den Regen bringen. Versagt sie, ist ihr Leben verwirkt. Hoshi Tiwaya beginnt ihr gefahrvolles Werk. Ja, und Jahrhunderte später, nämlich 1910, forscht der Arzt Faraday Hightower nach Überresten versunkener Indianerkulturen und auf der Suche nach der Weisheit der Schamanen. Und die Schamanen sind ja für die Indianer sowas wie Götter. Und an diesem Traum zerbricht sogar seine große Liebe. Aber das Geheimnis des Tonkruges will er auf jeden Fall lösen. Ja, also die Bücher von Barbara Wood sind alle richtig spannend und gefühlvoll. Und ja, ich weiß noch, es ist lang her, wo ich die Bücher, also oder speziell auch dieses Buch gelesen habe, einige, viele Jahre. Aber das sagt mir eigentlich, dass ich doch mal wieder meine alten Schätze durchforsten sollte und ja, alte Bücher mal wieder reden. Und unter anderem von Barbara Wood gibt es einige sehr gute Bücher. Dann haben wir noch ein B. Zeige ein Buch, in dem es um die oder allgemein eine Ehe geht. Ja, da habe ich auch sehr lange gesucht, speziell jetzt mit Ehe und so. Ich habe mich entschieden für das Buch von Dinah Jeffries, Die Frau des Teehändlers. Die Geschichte spielt in Ceylon in den 1920er Jahren. Es geht um die junge Engländerin Gwen Hooper, die trifft mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Lawrence in der familieneigenen Teeplantage ein. Dort bezieht das Paar eine traumhafte Villa und Glenn fühlt sich wie im Paradies. Aber ihr Ehemann verhält sich auf einmal ganz eigenartig und er ist seltsam und er macht auch ein Geheimnis aus seiner verstorbenen Frau, nämlich seine erste. Ja, und dann bringt Gwen Zwillinge zur Welt und sie erfährt eine erschütternde Wahrheit und wird damit auch konfrontiert. Und ja, hier geht es ja in groben Zügen um eine Ehe, wo der eine dem anderen wahrscheinlich etwas vormacht und erst so nach und nach sein wahres Gesicht zeigt. Ja, das ist eine fesselnde Geschichte um Schuld, Verrat und wohlgehütete Geheimnisse vor der faszinierenden Kulisse Sri Lankas. Und ja, es ist ein richtig gutes Buch, ist im Verlag Lübbe erschienen. Eine broschierte Ausgabe kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Frage Nummer 2. Der Juni ist der erste Sommermonat und ein früher Name des Monats war auch Rosenmond. In Gärtnerkreisen wird er auch Rosenmonat genannt.
Das leuchtet ein, entfalten die Rosen im Juni ihre volle Blütenpracht. Hast du ein Buch, in dem es um Gärtnern geht? Ja, ich habe mal rausgesucht, Viola Shipman, Im Garten deiner Sehnsucht. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Iris Meinert. Sie lebt seit Jahrzehnten abgeschottet hinter einem turmhohen Zaun. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie sich zurückgezogen und lebt eigentlich nur noch für ihre Erinnerungen und ihre Blumen. Der Duft von Taglilien und Rosen zieht die Nachbarn magisch an, denn Iris war früher Botanikerin und Züchterin und ja, jetzt freut sie sich halt nur noch alleine an ihrem Garten. Und sie hat auch ein Geheimnis und ja, wird sie sich von ihrer Tochter Abby helfen lassen. Ein mutiger Roman über zwei starke Frauen, die das Schicksal zur richtigen Zeit zusammenführt. Guck mal, das Cover ist doch auch schon richtig schön. Und dann habe ich gefunden, beim Durchstöbern meiner ganzen alten Bücher, die ich schon lange nicht mehr gelesen habe, ich habe noch ein Buch von Anja Saskia Bayer, Die geheimnisvollen Gärten der Toskana. Ach, das ist doch schon mal herzallerliebst. Gerade im Sommer Italien, Zitronen, ach, herrlich. Und hier geht es auch um Neubeginn. Jessie braucht dringend einen Neuanfang. Ihr Freund hat sie verlassen und dann verliert sie auch noch ihren geliebten Job als Floristin. Kurz entschlossen nimmt sie eine Stelle als Gärtnerin in der Toskana an. Der verwilderte Garten mit seinen Zitronenbäumen und dem Duft der Rosen verzaubert die junge Frau sofort. Ja, aber der Neubeginn gestaltet sich schwieriger als erwartet. Sie verliebt sich nämlich in ihren Arbeitgeber. Und seine herrische Mutter mischt da ganz schön mit, denn die hat etwas dagegen. Und sie entdeckt bei dem Ganzen noch ein jahrhundertelanges gehütetes Geheimnis. Ja, auch eine wunderschöne Geschichte. Frage Nummer 3. Die Rose ist Symbol der Schönheit, der Vergänglichkeit, der Liebe und der Weisheit. Dennoch vereint die Rose auch Gegensätze in sich. Gefährliche Dornen und duftende, zarte Blüten. Zeige ein Buch, das eine dunkle, hässliche und eine schöne, weiche Seite hat. Ja, da habe ich das Buch rausgesucht von Nora Roberts, Rote Lilien. Das ist von der Garden Eden Trilogie der zweite Teil. Da geht es um Fluch auf dem Haus in Tennessee. Und da hat ja jemand 1893 Rache geschworen an alle Bewohner, die in diesem Haus gelebt haben. Und viele Jahre später holt der Fluch auch Hayley Phillips ein. Sie ist auf Wunsch ihrer Cousine nach Tennessee gekommen und verliebt sich prompt in Rosalinds ältesten Sohn. Und auch ihre kleine Tochter Lilly mag den Mann. Und bevor das Glück aber mit der Familie einziehen kann, gibt es irgendeine dunkle Macht in diesem Haus. Und die kann von Harper Besitz ergreifen. Also ich muss sagen, diese Reihe hat mir unheimlich gut gefallen. Da geht es um ein Gartencenter, um verschiedene Leute, die halt dahin kommen. Und ich muss sagen, die drei Bücher waren richtig klasse. Wie gesagt, das ist der Teil 2, der ist so ein bisschen mystisch angehaucht. Das geht es immer hin und her. Es gibt eine gute Seite und dieser Geist angeblich eine böse. Und ja, eine tolle Geschichte. Aber wenn, würde ich sagen, fangt ihr von vorne an und lest dann Teil 1 auch. Dann B. Hast du ein Buch mit einer Rose bzw. Rosenblättern auf dem Cover? Alternativ ist auch das Wort Rose im Titel möglich. Ja, da fällt mir sofort ein. Rebecca Galbraith, Die Hüter der Rose, die Worringham-Saga Teil 2. Nicht nur, dass hier vorne praktisch ein Rosenstrauch abgebildet ist und hier und auch im Text kommt Rose vor. Und diese Saga ist einfach phänomenal. Also im Mittelpunkt der Geschichte steht der 13-jährige John of Worringham.
Der soll in eine kirchliche Laufbahn gedrängt werden. Er reist aus und macht sich auf den Weg nach Westminster. Dort begegnet er König Harry und wird an dessen Seite schon jung zum Ritter auserkoren. Und doch, König Harry stirbt ganz plötzlich und stürzt England in eine tiefe Krise. Und denn der Sohn vom König ist gerade mal 8 Monate alt. Also die Warringham-Saga für Leute, die historische Romane lieben, ist einfach ein Muss. Also ich habe diese Saga damals verschlungen und das sind alles, ich sage jetzt mal, dicke Klopper, die fast, ja, die eigentlich alle über 1000 Seiten haben. Aber ich habe noch die alten Ausgaben aus dem Ehrenwert Verlag. Ich finde die wunderschön. Leider wurde irgendwann ab Teil 5 oder so alles umgestellt. Und ach, ich finde das immer schlimm, wenn man, ich sag mal, 4, 5 Bücher immer nach derselben, von derselben Aufmachung hat und plötzlich schmeißt der Verlag alles um und man hat andere Bücher. Also das ärgert mich immer sehr. Aber wie gesagt, das Buch großartig. Frage Nummer 4. Am 5. Juni ist Weltumwelttag. Hast du ein Buch, in dem es um Umweltschutz geht? Ja, ich habe auf jeden Fall ein Buch. Das habe ich mir so, ich glaube, vor 3 Monaten gekauft. Es wird jetzt auch einer der nächsten Bücher sein, die ich lesen werde. Nämlich von Michael Christie, Das Flüstern der Bäume. Die Leute, die das Buch gelesen haben, sind hellauf begeistert. Es geht, ja, es ist im Grunde genommen auch so eine Art Dystopie. Es spielt in der Zukunft, in der es kaum noch Bäume gibt. Es gibt sie nur in Kanada, oder auf einer Insel. Und eine Familie ist auch wie so ein Wald, ein Verbund einzelner Lebewesen, die sich ja gegenseitig vor Wind und Dürre schützen, so wie die Bäume. Und es geht um die Naturführerin Jacinda, die gar nicht weiß, dass sie im Grunde genommen in ihrem eigenen Erbe arbeitet. Sie ist dort Naturführerin und es soll ein großartiges Buch sein. Und hier steht hinten drauf, Jahresring für Jahresring entfaltet Michael Christie eine opulente Familiensaga über mehr als ein Jahrhundert. Das Flüstern der Bäume ist großes Kino, farbenprächtig, mitreißend und bewegend. Also ich erhoffe mir echt einen Page-Turner, denn gerade Bäume sind ja nun mal lebenswichtig für uns. Und das Schlimme ist ja eben auch, dass heutzutage im Regenwald, ich weiß nicht, wie viele Fußballfelder bald jeden Tag abgeholzt werden. Deswegen, ich freue mich riesig auf dieses Buch, bin gespannt, was für eine Familiengeschichte dahinter steckt. Ich freue mich schon sehr. Frage Nummer 5. Am 21. Juni findet die Sommersonnenwende statt, die in Amerika und Mitteleuropa als Beginn der Sommerjahreszeit angesehen wird. Dieser Tag hat etwas Mystisches und wird zum Teil mit Feuerfesten und Feierlichkeiten begangen. Zeige ein Buch, das für dich ein Sommerbuch ist. Ja, ich habe ein Buch von Karen Swan, das heißt Das Leuchten eines Sommers. Karen Swan ist ja bekannt für ihre Winterbücher, ihre Winterweihnachtsgeschichten. Sie bringt jedes Jahr eins raus. Und seit ein paar Jahren, oder ich glaube so seit 3, 4 Jahren, bringt sie auch im Sommer noch ein Buch raus. Und sie schreibt locker flockige Geschichten, die ans Herz gehen und die nicht schwer sind, die man sehr gut, ja, nebenbei lesen kann, ohne den Kopf groß anzustrengen. Hier spielt die Geschichte in Madrid und Hauptprotagonistin haben wir hier Charlotte, die ihren Verlobten kurz oder lang heiraten will, aber sie soll im Auftrag einer Londoner Bank rasch nach Madrid fliegen und einen Erbschaftsstreit regeln. Da ist nämlich ein Multimillionär, der liegt im Sterben und will sein ganzes Vermögen eine fremde junge Frau vermachen, zum Entsetzen seiner Familie. Und diese Angelegenheit erweist sich doch als komplizierter, als Charlotte das gedacht hat. Schon bald stößt sie nämlich auf eine tragische Liebesgeschichte, die bis in die 1930er Jahre zurückreicht.
Und auch ihr eigenes Leben wird in diesem Sommer in Madrid gehörig auf den Kopf gestellt. Eine bezaubernde Geschichte über Liebe, Verlust und Neuanfang. Also ich denke mal, das ist auch wieder ein super Buch. Karen Swan schreibt, wie gesagt, ganz flockige Geschichten. Und ich habe dieses Buch auch noch nicht gelesen. Ich habe es mir im letzten Winter gekauft, als ich es gesehen habe. Aber das ist jetzt auch eins der Bücher, die im Sommer auf jeden Fall von mir gelesen wird. Frage Nummer 6. Um die Sommersonnenwende, nämlich am 24. Juni, ist Johannistag. Zum einen ist es der Tag des Hochfestes der Geburt von Johannes dem Täufer. Der Tag steht ebenso in Verbindung zu verschiedenen Bräuchen, Festen sowie der Ernte- und Bauernregel. Mit dem Johannistag endet die Spargelzeit und auch die Rhabarberzeit. Gleichzeitig ist die Reifezeit für Johannisbeeren. Zeige ein Buch, das einen fruchtigen oder beerigen Titel, zum Beispiel Erdbeersommer, hat. Ja, ich habe eigentlich ein Buch, das heißt Blaubeersommer, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe überall gesucht. Ich weiß nicht, in welcher Kiste es vielleicht gelandet ist oder ob ich es verliehen habe. Aber mir fiel ein, dass ich auch von Claudia Winter noch ein fruchtiges Buch habe, nämlich Aprikosenküsse. Claudia Winter schreibt so schöne Bücher. Ich habe 3, glaube ich, von ihr gelesen. Die sind alle herzallerliebst. Und dieses Buch ist ja verrückt, romantisch, köstlich. Eine Liebeskomödie aus der Heimat des Dolce Vita. Und zwar geht es im Mittelpunkt um die Food-Journalistin Hannah. Die führt ein richtig tolles Leben und sie hat eine Restaurantkritik geschrieben, wegen der eine italienische Gutsherrin einen Herzinfarkt erlitten hat. Als sie dann auch noch versehentlich in den Besitz der Urne gelangt, reist sie von Schuldgefühlen geplagt nach Italien und wird zum unfreiwilligen Opfer eines Testaments, das es in sich hat. Denn selbst über ihren Tod hinaus hat diese Frau Camini nur ein Ziel, sie will ihren unleidlichen Enkel Fabrizio endlich in den Hafen der Ehe steuern. Eine Aufgabe, die ein ganzes toskanisches Dorf in Atem hält. Ein Familiendrama, heraufbeschwört und Hannas Gefühlswelt komplett durcheinanderwirbelt. Wunderbar erzählte Geschichte. Also ich kann mich auch daran erinnern, es ist schon länger her, wo ich die gelesen habe, aber die Bücher, die ich von Claudia Winter gelesen habe, waren alle bisher richtig schön. Also da habt ihr auch was fürs Herz. Das kann man wirklich super gut im Sommer lesen und richtig schön. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Bücher hießen, die ich von ihr gelesen habe. Gucken, ob hier irgendwo noch was steht. Nee, normal steht ja immer, in diesem ist erschienen. Weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall tolle Sommergeschichte, richtig klasse und was fürs Herz. Frage Nummer 7. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Hin und her gerissen sind Junigeborene zuweilen. Denn der Junimensch will frei sein, aber nicht allein. Sie sind offen, neugierig und großherzig. Wie die Schmetterlinge schwirren sie durchs Leben. Freundlich, hell und von großer Wärme wie die Sommersonne. Zeige ein freundliches Buch, das dich zum Strahlen gebracht hat. Ja, ein freundliches Buch, das mich zum Strahlen gebracht hat. Da habe ich auf jeden Fall die Sommerfrauen von Mary Kay Andrews. Auch dieses Buch habe ich vor Jahren gelesen, aber ich weiß noch genau, worum es da geht. Und zwar, es geht um 3 Freundinnen, die sind grundverschieden und verbringen, ich weiß gar nicht mehr wie lange, ich glaube 4 Wochen. Die verbringen 4 Wochen lang am Strandhaus ihren Sommer zusammen, weil sie haben nie Zeit füreinander, sind schon ja ganz lange befreundet und mieten sich ein Ferienhaus direkt am Meer. Und irgendwann taucht eine geheimnisvolle Madison auf. Sie ist vor ihrem alten Leben auf der Flucht und landet bei den 3 Freundinnen und die nehmen sie auf. Und nach begreifen die 3,
dass auch sie vor irgendetwas davonlaufen. Und dieser Geschichte ist einfach nur klasse. Also man erfährt was über die Frauen, über deren Leben, über deren Freundschaft. Dann taucht noch ein Mann auf, der dafür Wirbel sorgt. Also ich kann euch nur sagen, das ist so eine richtige, ja, Sommergeschichte. Hinten vorne, oder besser gesagt vorne drauf steht, dieser Roman ist wie der schönste Tag am Strand, er sollte nie zu Ende gehen, von Susan Elizabeth Phillips. Also ich weiß, ich habe dieses Buch damals auch durchgesuchtet und Mary Kay Andrews schreibt ja immer lockerflockige Geschichten. Also es gibt danach noch ein paar andere, die sind auch sensationell schön. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr was Lockerleichtes wollt, wenn ihr was, ja, über Frauenfreundschaft und wie deren Leben aussieht. Und im Grunde genommen ist es doch so, jeder Mensch hat irgendwo im Leben irgendetwas, ja, was vielleicht nicht ganz in Ordnung ist oder was einem vielleicht manchmal zermürbt. Wirklich eine richtig tolle Geschichte. So. Der Juni ist ein Verwöhnmonat. Früchte, Beeren, Kräuter, Genuss ist angesagt. Gleichzeitig ist es die Zeit, um gespeicherte Energie in Form von Bewegung abzugeben. Bei der Wärme und der Sommersonne lockt vor allem das Element Wasser. Zeige ein Buch, in dem der die Protagonistin Schwimmer ist oder Schwimmerin und es ums Schwimmen geht. Oh Mann, das war wirklich eine Herausforderung. Also ich habe kein Buch, in dem es um eine richtige Schwimmerin geht. Aber ich habe von Dan Morrissey, das ist einer meiner Lieblingsautoren, die in Australien lebt, ein Buch, das heißt Die Korallentaucherin. In dieser Geschichte im Mittelpunkt steht die Ökologin Jennifer Towns. Sie folgt ihrem ehrgeizigen Mann Blair widerwillig auf eine Urlaubsinsel, denn eigentlich sind Inseln für sie gar nichts. Sie hat Angst vorm Wasser, Angst vorm Schwimmen, aber ihr Mann übernimmt die Leitung eines Hotels und Jennifer, ja, kommt mit. Bald nach einiger Zeit zeigt sich, dass ihr Mann Blair in irgendwelchen Machenschaften verstrickt ist und noch schwieriger wird dann das Ganze, als er dann auch noch ein Verhältnis mit einer Hotelangestellten anfängt, mit einer Kollegin. Und Jennifer steht irgendwie vor der schlimmsten Krise ihres Lebens. Und aus lauter Einsamkeit und Frust schließt sie sich einer Gruppe von Meeresforschern an und legt so mehr und mehr die Angst vorm Wasser ab, fängt auch an zu schwimmen und zu tauchen. Und ja, ist auf der Spur von Umweltsündern. Also das ist auch eine richtig tolle Geschichte. Dian Morrissey schreibt wunderschön. Sie hat, ich glaube, über 30 Bücher mittlerweile geschrieben. Sie schreibt im Schnitt ein Buch im Jahr und es geht immer um viele interessante Themen. Ein Buch spielt auf Opalfeldern, dann geht es um ein Buch, das im Outback spielt. Es geht auch ein Buch, das spielt in Sri Lanka und ach, herrlich. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut euch mal ihre Bücher an. Und das ist auch so ein richtig tolles Buch. Es geht um Wasser, es geht jetzt nicht direkt um eine Schwimmerin, aber es geht ums Tauchen, um Naturschutz, um Korallen und ein wirklich tolles, tolles Buch. So, der Juni hat 30 Tage. Zeige das 30. Buch aus dem 6. Bücherregal aus dem 6. Bücherboard. Hast du nicht so viele Bücherregale, nimm dein erstes. Ja, da habe ich das folgende Buch gefunden von Harriet Evans, Der Garten der verbotenen Träume. Also das ist, finde ich, auch ein sehr schönes Buch. Die Harriet Evans schreibt auch viel, ja, so Familiengeschichten. Also auch, wo es wirklich um Geheimnis geht, wo, ja, Familien Probleme haben. Und in diesem Fall ist es so,
Martha Winter lädt ihre Töchter und Enkel zu ihrem 80. Geburtstag ein. Also sie schickt allen eine Einladung und alle sind erstaunt, weil normalerweise hat sie seit Jahren keinen mehr eingeladen. Und alle sind auch auf der Welt verteilt. Und ja, alle wundern sich, warum plötzlich so eine Zusammenkunft anberaumt wird. Und keiner der Gäste ahnt im Grunde genommen, dass es auf diesem Fest ein furchtbares Geständnis gibt. Und dieses Geständnis wird das Leben der Familie für immer verändern. Also das ist auch eine brillant geschriebene Geschichte, die einen bis zur letzten Seite nicht mehr loslässt. Also ich habe das Buch damals auch förmlich verschlungen und habe, glaube ich, noch 3 Bücher von Harriet Evans oder Evans. Und die Bücher kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr Geheimnisse mögt, wenn ihr Familiengeschichten mögt. Das Ganze spielt in England und also wirklich ein richtig tolles Buch. Aber auch ihre anderen Bücher sind richtig schön. Ja. So. Dann gibt es eine Fanfrage. Im Juni findet traditionell die Kieler Woche eine Segelregatta statt. In diesem Jahr leider nicht, ne? Corona-bedingt. Sie wird auf September erstmal verschoben. Hast du ein Buch, dessen Handlung auf einem Schiff spielt? Ja, also ich habe noch ein anderes Buch von Nora Roberts, aber mir fiel eigentlich im Grunde genommen sofort von der 7-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley die Sturmschwester an. Ich bin ganz betrübt, muss ich euch sagen. Ich habe gestern oder vorgestern erfahren, dass Lucinda Riley an Krebs gestorben ist. Eine Frau, die gerade mal über 50 ist. 50 nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt sie ist. Auf jeden Fall zu jung zum Sterben. Ich war völlig geschockt, weil ich habe gar nichts in der Presse irgendwie mitbekommen. Und diese 7-Schwestern-Reihe ist toll. Das ist der 2. Band. Da geht es um Ellie. Die ist vom Berufswegen Seglerin. Die nimmt an Regattern teil. Und ja, alle ihre Schwestern und sie werden ja nach Genf beordert, weil ihr Vater gestorben ist. Und er hinterlässt ja jedem seiner Töchter einen Brief mit einem Wink, für ihr praktisch, mir fehlen gerade die Worte, um halt in ihrer Vergangenheit zu suchen. Denn er hat sie ja alle adoptiert. Und wie gesagt, in diesem Buch geht es halt um Ellie. Segelt für ihr Leben gern. Sie hat einen passenden Partner gefunden, der das Ganze mit ihr teilt. Aber es passiert ein Schicksalsschlag und sie macht sich dann doch auf den Weg und forscht nach. Es geht hoch in den Norden, es geht nach Norwegen. Es geht aber auch um Musik in diesem Buch und eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich muss leider gestehen, dass mir aus dieser Serie 2, 3 Bücher besser gefallen. Aber nichtsdestotrotz ist es eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, es geht dabei ums Segeln, um Wasser, um Regattern. Und ja, tolle Serie und tolles Buch. Und ich finde es total schade, dass Lucinda Riley jetzt tot ist. Wenn ich mir vorstelle, es kommen keine schönen Bücher mehr von ihr, das ist schon traurig. Ja, es gibt noch eine Geburtstagsfrage, die allerdings darf ich nicht machen, denn ich hatte ja bereits letzten Monat Geburtstag. Ich finde diesen Tag richtig toll und ich muss noch mal sagen, Elena Tadi, du hast das wieder sowas von toll gemacht, auf diese Fragen zu kommen, diese Ideen zu haben. Also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hinkriegen würde. Ich finde es toll. Ich freue mich auf jeden Monat, in dem du diesen Tag machst. Diesmal war es auch teilweise eine richtige Herausforderung. Aber ich hoffe trotzdem, dass euch der Tag gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich sage Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.